Hallo, heute letztes Video unserer großen kleinen Reihe über Shell Command Injection. Heute schicken wir ja mal wieder Linux Mint in das Tal der Tränen oder besser gesagt einen ganzen Ozean voller Tränen. Deshalb passt das Hintergrundbild mit der Trauerweide hier hervorragend. Heutiges Thema Tarnen, Tricksen, Täuschen. Ne? Gut, schauen wir erstmal, wo sind wir hier? Wir sind hier unter Linux Mint. Zum Zeitpunkt dieses Videos mehr als mangelhaft. Uname minus A. LSB Release. Zumindest nach meiner Erfahrung. Linux Mint 17.1. Rebecca hat mannigfach Problemchen. So, Linux Mint 17.1. Rebecca. Täusche, Trickse, Tarne. Wie könnte beispielsweise, Linux Mint ist ja so ein französisches Betriebssystem, mehr oder weniger zumindest. Der Clement Lefebvre, der Franzose, der das hier verbrochen hat, ja, ganz schön eine Waffel. Und jedenfalls, den nehmen wir jetzt auf der Rolle. Jedenfalls dazu passend, der Ozean mit den Tränen, ne, als Hintergrundbild, Original Linux Mint. Und wir machen heute ein Treffen mit dem Ozean der Tränen, schicken Linux Mint in den Ozean der Tränen. Und deshalb ein Rendezvous, auch wenn es falsch geschrieben ist. Ganz offensichtlich bin ich nicht geschickt im Schreiben von französischen Worten. Und genau, da liegt schon die erste Tarnung. Ja, da wärt ihr schon drauf reingefallen. Gut, schauen wir uns mal an, was ich vorhabe. Es gibt unter Linux Mint ein Programm, das heißt Mint Backup. Wie man solche Programme exploitet, habe ich schon mal gezeigt. Ist jetzt nicht das Thema, zeige ich dann am Ende nochmal. Hier hat Mint Backup ein Problem. Und zwar mit dem Speicherpfad. Ne? Wenn man ein Backup macht von Packages seines Systems, also nicht mit seinen eigenen Dateien, sondern nur den ganz normalen Paketen, dann werden da die Attribute falsch gesetzt, nämlich auf alle User. Und wir, ne? Wir sind heute mal, ne? Tricksen, Tarnen, Täuschen. Ein französischer Austauschstudent, der euch dazu bringt, den Root-Ordner für alle User freizugeben. Ja. Gut, dazu muss er nichts weiter tun, als mit Mint Backup euch dazu bringen. Ne? Also ihr seid jetzt Administrator eures PCs, der mit den Trauerweiden. Ja? Ihr habt keine Ahnung. Jetzt kommt der französische Austauschstudent mit einem USB-Stick oder so und sagt: Kannst du mir mal ein Backup aller deiner Paketdateien machen? Hier auf meinem USB-Stick oder in den Benutzerordner? Ich brauche das, sonst geht mein Computerspiel Ocean of Tears nicht. Und da sagt ihr, oh, jetzt gucke ich mal genau, wo sie euch das hinspeichern. Ja, ich sehe keine Shell-Kommandos, keine Semikolons zu sehen. Nee, ist kein Xterm, da wird nichts gestartet. Ja, wunderbar, speichert die ab. Und schon. Ja, es ist wieder mal der Name, der Text, der euch angreift. Ne? Das Rendezvous mit dem Tal der Tränen. Ja, das geht wirklich, ja. Also hier. Hier ist der Speicherpfad. Wichtig an dem Speicherpfad, den euch der französische bösartige Austauschstudent gibt, ist, dass hinter dem Wort Test ein Leerzeichen ist. Das ist hier schon die Shell Command Injection, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ne? Er will ja nur die Attribute des Root-Ordners ändern. Und dann diese auffälligen, komischen französischen Zeichen. Sind das wirklich französische Apostrophes? Ne? Rendezvous ist natürlich total falsch geschrieben, aber sieht so aus, als wäre es ein französisches Wort, ist aber gar nicht. Ne? Diese kleinen Zeichen haben eine andere Begebenheit, erkläre ich gleich. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das überhaupt stimmt, was ich mir hier zusammenfabel. Ihr seid der französische Austauschstudent im USB-Stick, habt dann diesen Ordner Test, ne? Mint Backup, den Ordner Test mit dem Leerzeichen hinten dran. Und dann noch diesen komischen französischen, ja, Rendezvous mit dem Ozean der Tränen, OOT, Ocean of Tears. Ja, gut. Jetzt muss ich mein Root-Passwort eingeben, sonst kann ich kein Backup machen. Das ist ja schon mal klar beim Mint-Backup. Jetzt soll ich dem französischen Austauschstudenten bösartig, in der ihr seid, meine installierten Programme, ne, auf dem USB-Stick speichern oder hier in dem Fall in diesem Pfad bei mir. Und schon wäre mein Root-Ordner für alle lesbar. Kann das sein? Behaupte ich jetzt mal. Gut, wir schauen uns zuerst mal die Schreib- und Leseattribute an. Sudo minus i. Jetzt gehe ich mal auf als Root, ne? Damit wir uns das auch mal wirklich angucken können. Ja, CD, ja. In oberste Verzeichnis rein, ls minus al. Wie sieht es denn vorher aus? Wo ist denn unser Root-Ordner? Ja.
Der Root-Ordner hat, ja, jetzt habe ich das so schön transparent gemacht, dass Kai Sau das wieder lesen kann. Da. Der Root-Ordner hat normalerweise solche Rechte, ne? Dass nur der Root lesen, schreiben, auswählen kann. Ja, hier beachten, andere Leute können nicht im Root-Ordner irgendwas tun. Und das verändert jetzt unser französischer Austauschstudent, indem er uns auffordert, Mint-Backup in dem Pfad zu speichern. Ja, ob das so stimmt? Wollen wir schauen. Gut, also wir haben unser Datensicherungswerkzeug. Wir wollen den Franzosen ja was Gutes tun, so Austauschstudenten sind ja arme Kerle. Der sagt, ja, ich müsste mal deine Anwendung haben. Bei dir läuft alles so stabil, bei mir aber nicht. Kriegt das Spiel nicht zum Laufen irgendwie in der virtuellen Maschine. Wie auch immer, er findet sich eine Geschichte. Und das ist Tarnen, Trickschen, Täuschen. So, das Ziel des Backups. Gut, das könnte jetzt irgendein Ordner sein. Bei uns hier im Demo mache ich meinen Testordner. Home. Da ist der Testordner, was man gar nicht so gut erkennen kann. Und das ist hier Tarnen, Tricksen, Täuschen, dass der ein Leerzeichen am Ende hat. Selbst hier oben sieht man es jetzt nicht. Ja? Und dann den französischen Ordner. Ne? Ja, ja. Ja. Wir treffen auf das Tal der Tränen. Ne? Gut, dieser Ordner Test mit dem Leerzeichen und dieser französische Ordner könnte auch auf einem französischen USB-Stick sein. Gut, dass der Franzose überhaupt kein Interesse an unseren Anwendungsdateien hat, ist uns gar nicht klar. Der könnte auch den USB-Stick uns anschließend schenken. Wenn wir Bedenken hätten, der hätte uns was von der Platte rüber kopiert auf den Stick. Ne? Das ist gar nicht sein Ziel. Ja, das sehen wir gleich. Öffnen. Gut, sehen wir jetzt hier irgendwo Shell Command Injection? Ja, eigentlich nicht, nö. Ja, da sind komische Apostrophs. Wir haben eigentlich mehr Bedenken im Moment, dass der Franzose auf seinem USB-Stick irgendwas davon schleppt. Ne? Dass der gerade unseren Root-Ordner, die Schreib- und Leserechte, ja, also die Leserechte ändern will. Also die Leserechte will er ändern und die Ausführrechte, die Schreibrechte kriegt er hier in diesem Demo nicht. Aber das sehe ich ja nicht. Ne? Hat er schön getrickst und der alte Franzose, ne? Der kennt halt den Hersteller von Linux Mint und dass der eine Waffel hat. So. Gut, jetzt muss ich hier, wie in diesem Backup-Programm üblich, aussuchen. Ich mache das hier mal verkürzt. Irgendwelche Dateien, die ich meinetwegen dem Franzosen auf den Stick oder bei uns hier in den Ordner speichern will. Und in dem Moment passiert gar nichts. Ja, Sicherung ist abgeschlossen. Wunderbar. Der Franzose freut sich, nimmt den USB-Stick raus und sagt, ach, weißt du was, brauche ich doch nicht, kannst du behalten. Und dann denke ich, der war komisch drauf, jetzt brauche ich es doch. Naja, jedenfalls sind meine Daten ja sicher, ne? Den USB-Stick habe ich ja. Und habe keine Argwohn für irgendwas, ne? Ja, jetzt ist aber im Hintergrund Folgendes passiert. Gehen wir nochmal. Ja, gut, ich müsste jetzt hier nicht rot sein, aber machen wir so, da unten das I. So, wie sieht's denn jetzt? Gehen wir mal eins höher. ls-1 mit unserem Root-Ordner aus, mit den Leserechten. Ja? Und siehe da. der Franzose, der alte französische Austauschstudent, hat uns schön auf die Rolle genommen, ne? Jetzt kann jeder, nicht nur der Root, lesen. Ne? Also der Root kann Read, Write und Execute. Und D heißt Directory. Was vorher nicht drin war, waren die hier. Ne? Die Gruppe und Benutzer können jetzt alle lesen, den Root-Ordner lesen und auch Programme darin ausführen. Das ging vorher nicht. Ne? Wenn das stimmt, was ich da erzähle, müsste jetzt der Benutzer, The Red Runner, der normalerweise als Benutzer da nicht rein kann, ja, in den Root-Ordner, in den Root-Ordner reingucken können. Ist das so? Normalerweise ist der hier gesperrt. Hier kann ich sonst nicht reingucken. Ja, und jeder andere Nutzer auch. Ja, wunderbar. So, kann ich reingucken. Ne? X-Text kann ich reingucken. Ne? Ich als normal, der böse französische Austauschstudent könnte jetzt da reingucken. Ja, in den Ordner zum Beispiel. Wenn er sich zum Beispiel als Gast einloggt oder so. Oder wie auch immer. So, und wie kann das denn sein? Was war denn hier los? Was ist das für ein Rendezvous mit dem Ozean der Tränen? Was ist denn hier passiert? Das Leerzeichen hinterm Test ist schuld. Was hat das mit dem Rendezvous-Text zu tun? Das war jetzt alles nur Tricksen, Tarnen, mich verwirren. Gut, wollen wir mal auflösen. Was ich nicht sehen sollte, dass sich hinter dem Ordner Test noch ein Leerzeichen verbirgt. Zeigen wir gleich, wofür das gut ist.
Dieser Rendezvous-Text hat eine einzige Bedeutung. Ich soll nicht sehen, dass das R und das OOT zusammen das Wort Hut gibt. Das hätte mich vielleicht stutzig gemacht. Und diese komischen Semikolons da oben sind keine normalen, sondern wenn auf eine Shell gegeben, führen die ein Programm aus. Und zwar in dem Fall, dass das vorne steht. Ende Zwus. Ja, gibt's das? Nee, gibt's nicht. Was dazu führt, Ende Zwus und Parameter werden ab weg, OS und auf Tiers, da kommt nichts bei raus. Und weil da nichts bei rauskommt, wird aus dem hier schräger R-O-O-T. Nun, soll ich aber nicht sehen, tricksten und täuschen. Ne? Das ist eigentlich eine Shell-Command-Injection auch. Ich hätte hier anstelle von Ende-Zwus zum Beispiel X-Term hinschreiben können. Wie wäre das Programm X-Term mir entgegengepoppt? Und zwar mit Root-Rechten. Sollte ich aber nicht sehen. Ne? Also hier dient das hier, die Shell-Command-Injection, nur zur Tarnung des R-O-O-T-Ordners, der mit einem Leerzeichen gegebenenfalls getrennt wird. Ne? Gut, hier, ich kann einen Ordner anlegen, der heißt Test, Leerzeichen. Ich kann einen anderen Ordner anlegen, der heißt so, zum Beispiel auch auf einen USB-Stick. So, jetzt schauen wir uns mal an, wo ist denn unser Problem? Wir müssen nochmal rein in die Textverarbeitung. Gehen wir nochmal rein in die Datei. So, da habe ich den Bug nämlich mal im Detail beschrieben. Unser Speicherordner war dieser da. Das Leerzeichen am Ende dieses Ordners, ne, ist wichtig. Also der Ordner. Und das Backup hat übrigens auch funktioniert. Ja, das ist ganz nett. Also es fällt nicht auf. Tricksen, Tarntäuschen. Hier hinter dem Wort Test ist ein Leerzeichen. Das ist wichtig. So, Ende-Zwus mit dem komischen umgedrehten, ja, Anführungszeichen, die aussehen, als wären sie französische, hat aber mit Französisch überhaupt nichts zu tun. Erstens ist das Wort Rendezvous total verkehrt geschrieben, da gibt es nämlich so ein Hochzeichen gar nicht. Aber, ja, weil er halt Franzose ist, hat er mich da schön mit auf die Rolle genommen. Gut, was ist denn das mit dem komischen, ungewöhnlichen Hochzeichen, die von rechts unten nach links oben gehen? Nun, die führen, wie gesagt, dazu, wenn man sie auf eine Shell gibt, ja, so ein Kommando, dann führt das ein Programm aus, in dem Fall das, was vorne beschrieben ist. Ende, woof, gibt's nix. Ne? Aber die Shell versucht es auszuführen und das wären dann die Parameter. Ne? Weil das alles Blödsinn ist, sagt die Shell, da kommt nichts bei rum. Ja? Und ersetzt den Text, der hier steht, weil halt nichts bei rumkommt, durch nix. Und dann sieht er so aus. So, also unser kompletter Pfad sieht so aus. Das eigentliche Angriffskommando ist nämlich das Leerzeichen. Warum ist das so? Na gut, jetzt hat natürlich Mint Backup ein Riesenproblem, weil es der eigentliche Franzose ein bisschen falsch geschrieben hat. Der hat schön was an der Waffe. Ne? Der macht mal wieder ein OS-Systembefehl, gibt hier etwas zusammenkopiert wieder auf eine Shell. Wir hatten im Video darauf hingewiesen letztens, dass das eine dumme Idee ist. Package Destination, ne, the Self Package Destination, ist der Zielpfad. Nun, und der heißt jetzt komplett und Reconnaissance Leerzeichen und dann Root hinten dran. So, das kopiert er einfach zusammen. Die Shell denkt jetzt, aber das sind jetzt eigentlich zwei Sachen. Ja, das sind ein. Ne? Das ist für die Shell genauso, als hätte er gesagt, ändere, ja, mit chmod für alle read und execute von dem ersten Pfad. Ne? Home, so kann er testen, ist mir sheet egal. Und dann, ne, weil dahinter noch ein Pfad steht, ändere die Attribute für lesen alle und auch ausführen für alle vom Root-Ordner. Das heißt, vorher waren die Attribute des Root-Ordners so, da konnte noch der Root nur lesen und jetzt danach sehen die so aus. Read und Execute für Gruppe und Benutzer alle. Und deshalb hat der kleine französische Austauschstudent uns schöner auf die Rolle genommen. Womit denn insgesamt genau? Mit einem Leerzeichen.
Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Zurück zu dem Ozean der Tränen. Schlecht programmiert, Linux Mint, Herr Lefebvre, das sollte besser werden. Bug habe ich schon gemeldet. Und ich glaube, dieser Ozean der Tränen wird nicht ausreichen, wenn er sich das mal durchliest. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.